Schön, dass du auch wieder in diesem Video mit dabei bist und reingeklickt hast und deine Gesundheit auf Vordermann bringst. Ich möchte heute mit euch klären, ob Matcha oder Grüntee sich in der Wissenschaft zwischen Goldstandardstudien und Versprechungen behaupten kann. Die zwei wichtigsten Faktoren für die Gesundheit, sicherlich die Blutfettwerte und die arterielle Gesundheit, also das Endothel. Dazu komme ich später genauer. Das schauen wir uns zusammen an, Grüntee, ja, oder einige kennen es auch als Matcha, aber das ist nicht ganz dasselbe. Der für Matcha vorgesehene Grüntee wird von Teesträuchern geerntet, die in der Regel 4 Wochen vor der Ernte beschattet werden. Dadurch entsteht ein delikates dunkelgrünes Blatt. Nach der Ernte werden die Teeblätter gedämpft, getrocknet und nach Entfernung aller groben Blattgefäße in Steinmühlen zermahlen zu Pulver. Das Ganze sieht dann so aus. Matcha enthält andere Inhaltsstoffe wie normaler Grüntee, vor allem aber L-Theanin und EGCG, Epigallocorticin-Galat. Das klären wir gleich alles, keine Panik. Also schauen wir uns diese beiden Hauptwirkstoffe mal genauer in Studien an. EGCG gehört zu den sekundären Pflanzenstoffen, das heißt aus dem Sekundärmetabolismus. Der Primärmetabolismus bei Pflanzen wäre dementsprechend Proteine und Kohlenhydrate und so weiter. Sie gehören zu den Katechinen. Es ist die letzte Ausbaustufe jener, das EGCG. Und für die Pflanzen der aufwendigste herzustellen, das sehen wir hier, da es das größte Molekül ist, der Reihe, der Gruppe der Katechine. Ja? Und damit auch das schwerste Molekül von Molekulargewicht. Die wahrscheinlich beste Studie zu dem Thema wurde mit übergewichtigen Frauen gemacht. Diese wurden in 45 und 45 Teilnehmerinnen aufgeteilt. Grüntextrakt und Placebo für 6 Wochen. Danach haben sie 2 Wochen nichts genommen und dann für 6 Wochen nochmal andersherum. Ja? Das heißt, die Gruppen haben sich nochmal quasi getauscht. Ja? Gegeben wurden 1,3 Gramm pro Tag, was ca. 830 Milligramm EGCG entspricht. Ich denke, das ist jedem klar, dass das hier weltweit das beste Studiendesign quasi ist, ja? Was hier an den Tag gelegt wird. Ebenfalls deswegen, da es zu keinen statistisch signifikanten Unterschieden kam in der Gruppe von der Studie. Also alle Werte, das heißt, die Menschen konnten gut miteinander verglichen werden. Ist auch mal ganz wichtig in der Studie. Und wie ich gesagt habe, der größte Anteil war das EGCG von allen Katechinen in dem Extrakt. Das sehen wir auch hier. Die Ergebnisse zeigen, dass nach der verstrichenen Zeit das LDL-Cholesterin und das Leptin in der Grüntee-Extraktgruppe statistisch signifikant gesunken ist, beziehungsweise das Leptin gestiegen ist. Wie sind diese Ergebnisse zu deuten? Zu klären ist noch, was ist Leptin, ist es gut und was heißt es, wenn es steigt? Leptin ist ein Sättigungshormon. Es wird hauptsächlich von den Fettzellen produziert und spielt eine wichtige Rolle bei der Steuerung des Appetits, indem es dem Gehirn signalisiert, wenn wir satt sind. Es hilft auch bei der Regulierung unseres Körpergewichts und unseren Stoffwechsel natürlich. Das Lipoprotein LDL, also Low Density Lipoprotein, ist für den Transport des Cholesterins von der Leber zu den Organen verantwortlich. Sind die Körperzellen allerdings nicht mehr fähig, weiteres Cholesterin aufzunehmen, steigt der Cholesterinwert im Blut. Das gleiche gilt auch für Zucker. Diese Ergebnisse sind sehr vielversprechend und zeigen eine Synergie. Durch die Modulation des Stoffwechsels und den gebremsten Hunger durch den Leptinanstieg waren die Zellen jetzt in der Lage, viel Fett in Form von LDL aufzunehmen, sodass diese nicht im Blut geparkt werden müssen. Dieser Trend konnte auch in dieser doppelblind randomisierten Studie mit Grüntee-Extrakt repetiert werden. Es war eine Riesenstudie, kann man sagen, ja, mit 1075 Teilnehmern, und das ist schon gigantisch bei Goldstandard halt, ja, wo es keine signifikanten Unterschiede gab in der Gruppe. Und damit waren sie gut vergleichbar, bis auf eine, ja, die anderen haben etwas mehr Vitamin- und Mineralsupplements genommen als Einschränkung hier. Sie sehen hier mit erstaunlichen Ergebnissen, zum einen ist das Cholesterin, das totale, allgemeine, ja, das LDL und das Nicht-LDL-Cholesterin und die Triglyceride statistisch signifikant gesunken und das HDL statistisch signifikant gestiegen. Vergleicht man dies jetzt mit der Placebo-Gruppe, dort konnte nur die Triglyceride statistisch signifikant gesenkt werden. Das ist schon ein Riesenunterschied. Es gibt noch einige weitere Goldstandard-Studien, die denselben Trend aufweisen. Das sehen wir einmal hier, hier, hier und hier. Ja, das habe ich alles recherchiert. Das ist wirklich unglaublich. Doch wie macht dies Grüntee? Es interagiert mit unseren Zellen. Diese verhalten sich anders in Anwesenheit bestimmter Stoffe.
die in dem Grüntee enthalten sind. Sie interagieren mit unserem Zellkern und docken dort an. Das verändert das Verhalten und erhöht in den meisten Fällen die Stoffwechselrate unserer Zelle. Dadurch verbraucht sie mehr Energie und verbrennt mehr Fett. Dadurch kann sie Neues aufnehmen, was in dem Blut normalerweise sonst verweilen würde. Kommen wir zum zweiten Thema. Das Endothel. Das ist die äußerste Schicht der Arterie, die direkt auf das Blut trifft. Also es ist quasi, man kann so sagen, es ist die wichtigste Zellschicht bei uns im Organismus. Da wegen ihrer Fehlfunktion die meisten Menschen jemals in der Geschichte der Menschheit gestorben sind und sterben werden. Sie sorgt dafür, dass sich deine Arterien breitstellen können oder nicht. Und damit steuern sie den Verlauf von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 35% aller Menschen sterben daran. Überlegt euch mal, in ganz Deutschland 35% aller Menschen sterben daran. Das ist unfassbar. Aber auch weltweit. Das hat mich dazu verleitet, dieses Matcha aufzunehmen. Das Produkt sieht so aus, ist auch laborgeprüft, ganz, ganz wichtig und hat wirklich eine tolle Wirkung. Dazu komme ich jetzt aber gleich noch. Ja? Folgende Goldstandardstudie mit 50 Teilnehmern, die Grüntee verglichen haben mit EGCG, mit dem Epigallocatechin-Galat und Epigallocatechin-Galat-Extrakt. Ja, EGCG mag zwar ein sehr starkes Antioxidant sein, aber in Sachen Endothelschutz wirkt der komplette Grüntee, das heißt das Matcha, deutlich besser. Gemessen wurde die FMD, also die flussvermittelte Ausdehnung der Arterie. Ja. Wir sehen, nur die komplette Grüntee-Gruppe quasi konnte statistisch signifikante Erfolge erzielen. Ja. Das EGCG erhöhte dementsprechend nicht diesen Effekt, ja, obwohl diese alle 200 Milligramm EGCG enthielten. Hier sieht man ganz klar, das EGCG ist nicht der entscheidende Faktor gewesen halt. Das fand ich so besonders, dass ich dieses Laborgeprüft in meinem Sortiment bei Pura Zella aufgenommen habe, denn Grüntee ist normalerweise sehr belastet. Daher haben wir uns quasi dazu entschlossen, das Laborgeprüft quasi anzubieten. Das war immer ganz, ganz wichtig und das seht ihr auch hier auf der Page und wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne euch mal anschauen, ist es wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt geworden, meines Erachtens, ja. Heißt das jetzt, dass EGCG nicht wirkt? Nein, eben nicht. In Goldstandard-Studie mit 300 Milligramm EGCG mit 60 Probanden fand man Folgendes heraus. Der Effekt auf die flussvermittelte Ausdehnung der Arterie ist signifikant, aber nur 2 Stunden. Das heißt, langfristig eignet sich hier Matcha viel besser, wenn es um deine Arteriengesundheit gehen soll, mittelfristig bis langfristig gesehen. Kommen wir nun abschließend zum Theanin, welches ebenfalls sehr hoch konzentriert ist im Matcha-Pulver. Einer der größten Vorteile von L-Theanin ist seine Fähigkeit, Entspannung und Ruhe zu fördern, ohne müde zu machen. Ihr Gehirn wandelt L-Theanin in GABA um. GABA ist ein entspannender Neurotransmitter des Körpers, ja, der Signale des zentralen Nervensystems mindert, für einen ruhigen Gemütszustand sorgt. Dies führt dann zu einer gesteigerten Konzentration. Dies wurde auch in Goldstandard-Studien beobachtet, wie in dieser. Dort wurde Koffein und Theanin untersucht in Bezug auf die Gedächtnisleistung. Und Stroop Word Reading, ja, das sieht dann dementsprechend so aus, Farben, Namen lesen, die falsche Farbe haben, ja, so. Keiner der Blutparameter hat sich verändert. Das war sehr, sehr spannend. Ja, das macht Theanin nicht. Was sich aber zu verschiedenen Zeitpunkten verändert hat, ist die Gedächtnisleistung nach 8 Wochen und der Stroop-Reading-Fähigkeit nach 16 Wochen. Und das beides statistisch signifikant. Dann wurde etwas sehr, sehr Spannendes gemacht. Man hat 12 Probanden untersucht nach der Einnahme von Theanin und Koffein, die auch natürlich im Grüntee enthalten sind. Und ganz ohne. Man hat die Hirnwellen mit Hilfe eines Topographiediagramms aufgezeichnet, genau genommen die Theta-Wellen. Wir sehen etwas Fabelhaftes. Sobald die Augen offen sind und noch stärker, wenn die Augen lesen, ist das Hirn deutlich aktiver als in der Placebo-Gruppe. Ganz wichtig, die Gabe von GABA, also Theanin, welches zu GABA wird, ist hier entscheidend. Schließt man die Augen, genießt man die gleiche Ruhe wie die, die nichts genommen haben. Im Gegensatz aber deutlich mehr Aktivität, wenn es nötig ist und die Augen geöffnet sind oder bei einer Konzentrationsanforderung. Diese beiden Stoffe,
Theanin und Koffein sind zwar im Grüntee enthalten, doch wirken sie ebenso gut isoliert, ja, weil in dieser Studie wurde es ja isoliert. In einer anderen Goldstandard-Studie mit jungen Menschen, die nur 2 Gramm Matcha über 2 Wochen nahmen, ist Folgendes herausgekommen. Ich habe wieder nach dem Stroop-Test gesucht, die sich verbessert hat mit Theanin und Koffein ja zuvor. Und genau dieses wurde hier auch in dieser Studie gemacht, nur mit Matcha eben. Und dort kam es ebenfalls zu einer statistisch signifikanten Verbesserung in der Matcha-Gruppe, sehen wir hier. Und das kann kein Zufall sein, meines Erachtens. Also kommen wir mal zum Fazit. Ich persönlich nehme es immer an Tagen, wo ich mehr leisten muss oder besonders gut funktionieren muss. Und ich muss sagen, es hilft mir wirklich sehr, sehr stark, meine Performance zu verbessern. Denn auch heute habe ich es wieder genommen. Ebenfalls merke ich eine Libido-Steigerung bei sehr hohen Mengen. Dies verstehe ich jetzt auch, denn es erhöht ja laut Goldstandard-Studien die Arterienbreite und damit auch den Blutfluss. Und dies ist wirklich sehr, sehr stark spürbar, meines Erachtens auch, ja. In den Studien zeigte sich ein starker Konsens in Bezug auf die Optimierung der Blutfettwerte, vor allem das LDL. Antioxidantien sorgen für den verbesserten Blutfluss, da sie das Stickstoffmonoxid schützen im Endothel, welches für die Breitstellung der Arterie verantwortlich ist. Theanin scheint eine sehr interessante Eigenschaft zu haben. Einerseits die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen und ebenfalls die Hirnaktivität, in Wellen gemessen quasi, ja, also andererseits in Ruhephasen, trotzdem keine Unruhe zu verstreuen. Könnt ihr gerne mal einen Blick drauf werfen auf purecell.de, wenn ihr Wert auf laborgeprüfte Ware legt, ja, vor allen Dingen auch auf Qualität, ja. Ich trinke ihn immer mit Pflanzenmilch, nicht kalt, sonst bilden sich Klumpen, guten Durst und viel Arterienfluss wünsche ich euch und auch vor allen Dingen auch Konzentration. Bis gleich auf purecell.de und bis zum nächsten Video. Wir sagen ciao.